Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. In der letzten Folge habe ich die Enttäuschung meines Lebens erlebt. Ich war der Meinung, und das war damals tatsächlich so, dass wir mit Heuballen echt viel mehr Geld verdienen können. Habe ich jetzt eigentlich schon jemanden auf das Feld geschickt? Ja, habe ich schon. Okay, dann können wir das nicht mehr pflügen, dann brauchen wir da jetzt auch nicht mehr hingehen. Ernten, dann brauchen wir da jetzt auch nicht mehr hingehen. Ja, wir haben tatsächlich alle machbaren Aufträge hier erledigt. Die 20 Tomaten kann ich nicht liefern und das Feld möchte ich tatsächlich jetzt gerade mal nicht pflügen, denn ich habe jetzt die letzten beiden Folgen echt auf dem Acker verbracht und da habe ich jetzt wirklich momentan echt keine Lust zu. Na, mein Großer. Ja, schauen wir noch mal ganz kurz in die Scheune. Ja, unsere Enten sind nicht willig. Die treiben sich da unten am Wasser rum wahrscheinlich. Wollen wir mal gucken gehen, ob die hier wieder ihr Pürzel... Ja, da lassen sie ihren Pürzel ins Wasser laufen. Na, ihr Süßen, alles schön verteilt hier. Da hinten sind auch die Gänse, zumindest ein paar. Man sieht euch kaum hier. Ja, Wasser, nasse Füße und so, ne? Ja. Ihr lasst es euch gut gehen, wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal unsere Sachen, die wir jetzt letzte Folge noch eingekocht haben, nochmal zu John bringen, dass wir noch ein bisschen Geld bekommen. Und dann werde ich tatsächlich wieder schlafen gehen, denn die Aufträge, die wir haben, können wir nicht erfüllen. Könnten wir schon, aber wollen wir nicht, sagen wir es mal so. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Wir brauchen erstmal nichts. Wir möchten hier 101 Eier verkaufen. Wow. 960 Euro. Wow. Und wir werden 40 Milch verkaufen. Zwei behalten wir. Oder behalten wir lieber drei? Vorsichtshalber. Vorsicht, Mutter, Porzellankiste und so weiter. Ihr kennt die Sprüche schon. Los geht's. So. Den Rest behalten wir. Also mit den Tomaten müssen wir tatsächlich ein bisschen vorsichtiger umgehen. Die sind schneller weg wie warme Semmeln. Und ja, ich meine warme Semmeln. Ich habe gerade in den Augenwinkeln gesehen, dass Herr Sigi Farmers Dynasty spielt. Der ist jetzt quasi auch im Spiel zugange. Nicht in unserem hier, das geht nicht. Obwohl das vielleicht auch mal lustig wäre, da ein Multiplayer-Game zu machen. Wenn man Mann und Frau zusammen und so weiter, ne, wäre ja echt nicht schlecht. Liebelein, möchtest du noch mal ein Kompliment haben? Hallo, Schnuckelchen. Schnuckelchen, guten was Abend, möchtest liebes du? Guten Abend, haben wir tatsächlich schon Abend? Brauchst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Ich wäre früher gekommen, hätte ich gewusst, dass ich eine Schönheit wie dich treffen würde. Du bist ein echter Charmeur, oder? Nein, ich bin ein waschechter Charmeur. Ja, sie liebt uns immer noch wie eh und je. 17:01 Uhr, also eigentlich ist es recht, die rechte Zeit schlafen zu gehen. Das wären dann mal knappe 13 Stunden Schlaf, also warum nicht? Ab ins Bett. Üt, 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 üt. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Aufstehen. Die Kühe müssen gemolken werden. Die Hühner haben Eier im Stall und wir sind ausgeruht und fühlen uns stark. Rex, mein Gutster. Ach Gott, nee. Möchtest du Würstel?
Bitte schön, mein Schatz. Jeden Morgen ein Würstel, ne? Ja. Unsere Enten und Gänse kommen echt mal nicht wieder nach Hause, ist doch klar. Sagen wir jetzt nichts zu. Unser Weizen wächst und gedeiht. Was mag sagen denn unsere Äpfel? Die hängen hier schon schön grün am Baum. Wunderhübsch. Wunderhübsch. So. Ein Blick in das Gewächshaus. Ja, ne? Ist feucht genug. Ja, früher wäre ich jetzt zu Emily gelaufen und hätte ihr ein Kompliment gemacht, ein Geschenk gegeben. Das können wir uns jetzt alles ersparen. Aber arbeiten müssen wir ja trotzdem. Hier haben wir eine Transportmission. Hier haben wir 20 Tomaten liefern. Das können wir nicht. Ein Gebäude reparieren und noch eine Transportmission. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dieser Transportmission an. Denn ich vermute, wir holen die von hier unten. Also von hier. Jo, das machen wir. Wenn die Vermutung stimmt, können wir da mehrere Wege uns ersparen. Mal gucken. Wir werden hier ein bisschen schuften gehen, sodass wir wieder ein bisschen Geld zusammenbekommen. Also ich freue mich, es wird langsam wirklich Stück für Stück erarbeiten wir uns hier alles. Und dass wir schon so viel Geld auf der hohen Kante haben, freut mich wirklich sehr. In Anbetracht der Tatsache, dass die neuen Sachen, die jetzt beim Update kommen sollen, schon richtig Geld kosten. Wer ist da? Daniel. Der Daniel, der möchte was. Okay. Daniel, dann schieß mal los. Was hast du auf dem Herzen? Hallo. Guten Morgen. Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. 457, das klingt gut, das machen wir. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir runter müssen. Ja, so habe ich es mir gedacht, genau so. Bushaltestelle war jetzt wo? Bushaltestelle? Hallo. Ja, ja, Bushaltestelle, andere Richtung, diese Richtung. Okay. Ach ja, wir sind ja auch von da gekommen, Mensch. Orientierung sind null. Da ist er. Orientierung sind null. Dann springen wir mal bis ganz runter. Und dort werden wir auch gleich den nächsten Auftrag in Empfang nehmen. Ach, wir müssen, ach, guck. Wir müssen da oben hoch. Na, das ist ja was ganz Neues. Okay. Zu Sybil müssen wir. Das ist ja wirklich was ganz Neues. Seit wann vertickt... Was ist denn hier passiert? Hä? Ach so, ich habe mich schon gewundert. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher. Hier ist es. Verkauft die jetzt Gras oder was? Okay, warte mal. Bevor wir jetzt da hinten hinlaufen, gehen wir mal kurz hier hin. Da ist jemand, der auch eine Transport... Oder war, doch, das war die Transportmission da unten, ne? Wollen wir mal gucken. Ja. Sonst tun wir uns hier mit den Busfahrten hin und her katapultieren. Das nehmen wir gleich mal mit. Oh, ich weiß, wo wir hier lang gecruist sind, wo wir die Schatztruhen gesucht haben.
Eieieiei. Was wirklich noch cool wäre, wenn man wirklich mit dem Boot mal raus aufs Wasser fahren könnte. Das wäre noch richtig cool. Ja, wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Da, Steve. Steve möchte. Okay. Steve ist willig. Okay. Tu mal deinen Besen weg. Warum fegen die eigentlich mal den Hühnerstall? Also verstehen muss ich das nicht, ne? Hallo, komm näher. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. 570, das klingt nicht schlecht. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Siehste. Ob dein Freund auch eine Freundin ist, ja, wir werden es erleben, ne? Ich dachte wirklich, dass ich das jetzt ändern würde. Hätte noch eine halbe Stunde länger im Bett bleiben können. Wir springen mal in unseren Rasenmäher. Ja, war keine gute Idee, ne? Wir springen nicht in den Rasenmäher. Wir springen hier in unseren Pickup. Das ist näher an der Bushaltestelle. Da lang. Lauf, lauf, lauf. So, dann bringen wir erstmal, warte mal, einmal kicken. Erstmal hier das Paket zurück. Da bringen wir erstmal das Paket zurück, genau. Erstmal das Paket an Daniel zurück. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. 914 Sozialpunkte. Nicht schlecht, Herr Specht. So kommen wir auch voran. Und dann springen wir jetzt wohin? Jetzt müssen wir mal gucken. 2000 Meter ist mir ein bisschen zu weit. Aber erstmal zurück zur Bushaltestelle. So, da sollen wir hin. Dann nehmen wir doch diese hier, ne? Müssen wir ja. Bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Okay. Diese hier. Da müssen wir bestimmt noch 500 Meter laufen. Und ob der, ja, nicht ganz, aber... Und ob der Freund nicht eine Freundin ist, da sind wir auch noch nicht sicher. Warte mal. Ja. Ja, egal. Ja, darauf, diese Warnung können wir jetzt ignorieren, weil halt bei mir noch was übrig geblieben ist. Den Pilz, der guckt uns an. Der hat uns angeguckt, der guckt uns auch an. Den nehmen wir auch mit. Ja, diese Warnung ignorieren wir, weil auf dem Feld, was da gemäht wurde und wo wir auch vorhin das Stroh runtergeholt haben, die Heuballen, da ist halt was stehen geblieben und das wird zerstört. Von daher egal. So, wer von euch? Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Dankeschön. So, und dann müssen wir jetzt wieder runterspringen zu, oh Gott, Steve, ne? Zu Steve. Steve und Daniel hatten wir, und das ist, glaube ich, Steve, zu dem wir hinspringen müssen. Oh, Pilz gefunden. Emily, ich bringe wieder Pilze mit nach Hause. Ta-ta-ta-ta. Bushaltestelle. Juhu, da.
gefunden. Super. Jetzt müssen wir hier wieder ganz nach unten. Zack. Damit haben wir die Transportmissionen schon erledigt. Dann bleibt noch einmal Reparieren des Gebäudes. Während ich jetzt hinjumpe, trinke ich einen Schluck Kaffee. Denn das ist jetzt schon 22 Uhr durch. Ich habe die vierte Folge in der Aufnahme. Und ich muss die Folgen heute auch noch tatsächlich schneiden und rendern. Ja. Und auch noch hochladen. Eine zumindest. Das ist Arbeit. Viel Arbeit. Aber ich möchte es so. Ich habe mir das so vorgestellt. Und da sollte ich vielleicht nicht so jammern. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke, hier ist etwas für dich. Also, die Sozialpunkte, die wir vorhin in das Feld, also vorhin, ich habe vorhin, für euch ist es 3 Tage her, investiert habe, diese Sozialpunkte haben wir schon fast wieder alle raus. So, dann ist hier, repariere ein Gebäude. Da lohnt es sich nicht, mit dem Bus zu fahren. Definitiv nicht. Aber den Kilometer, den müssen wir tatsächlich dahin jumpen. Es gibt Schlimmeres im Leben. Ein bisschen Frühsport tut jedem gut. Aber wenn wir wirklich so weitermachen, dann haben wir für unseren Lindner das Geld schon fast zusammen, ne? Was war das? 45.000. Wenn wir dann auch noch den richtigen Flug vorne dran haben, nee, nicht vorne, hinten, dann können wir die Felder, die wir pflügen müssen, viel, viel schneller erledigen. Ich weiß gar nicht, ja doch, die Größe des Fluges ist ja wesentlich größer, wesentlich breiter. Also kriegen wir das Feld auch viel schneller gepflügt. Ich denke schon. Und ich finde, es war eine gute Idee, sich jetzt schon das vierte Feld zu kaufen und das jetzt bearbeiten zu lassen, sodass da richtig viel Schotter bei rumkommt, wenn die neue Ernte da ist. Ja, dann wollen wir doch mal kicken. Also das Gebäude sieht doch recht gut aus hier. Wen haben wir denn hier mit dem Fahrer? Ah, hier, guck mal, genau hier zwischen. Ei, der Daus. Gabriel, erschreck mich doch. Du siehst, ganz ehrlich, wir stehen hier in einem Sonnenblumenfeld und du siehst so aus. Das ist angsteinflößend. Hi. Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Etwas Pflege? 1140? Die hören sich gut an. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Hauptsache, das ist das Gebäude auf einer Straßenseite. Bitte, bitte, lass es das Gebäude auf... Ich sehe vor lauter Sonnenblumen nichts mehr. Ach, dies hier. Hä? Hä? Muss ich das verstehen? Repariere eines der Gebäude. Hä? Alles fertig. Danke. Hier ist etwas für dich. Was war das denn? Okay, fürs Nichtstun haben wir 1.140 Euro und 2.280. Das ist doch ein Bug, oder? Okay, Gabriel, mach's gut. Tschüss.
Ernsthaft? Hä? Egal, wir haben 20.000 Euro auf dem Konto. Ich sage dazu jetzt nichts mehr. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich werde mich auch nicht beschweren. Allerdings haben wir jetzt 8.51 Uhr am Morgen. Und was soll ich sagen? Keine Aufträge mehr. Also ich möchte definitiv kein Feld pflügen oder sonst irgendwas. Wie sieht's hier aus? Es ist gepflügt zu 99%. Also da könnten wir nochmal mit dem Traktor rübergehen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal. Wir landen im Rasenmäher. Wie immer. Dann werden wir uns... Wo haben wir denn den Traktor hingestellt, Mensch? Da hinten irgendwo, ne? Da. Und dann werden wir mal zum Feld fahren und da einmal mit dem Pflug drüber gehen, bevor wir den kultivieren lassen. Weil wir zerstören Ernte, ja, ich weiß. Sie fegt unseren Garten auch nicht schlecht. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. So, los geht's. Sie fegt unseren Garten. Ich bin ja mal gespannt, wenn das wirklich die Beete mit den Blumen kommen, ob sie die auch gießt oder wir die da selber tagtäglich gießen müssen. Also die Gießkanne muss nicht befüllt werden. Zauber, Zauber. Die Gießkanne bleibt für immer voll. Bei den Sternen können wir auch mal von der Karte machen, ne? So. Ihr seht, wie toll und sauber hier die Leute arbeiten. Da kriegt man echt das blanke Grausen. Ja, wir zerstören die Ernte. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Ich weiß. Allerdings weiß ich nicht, wie der hier gearbeitet hat. Ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte nicht, dass da steht 99% gepflügt, sondern 100% gepflügt. Und deswegen werden wir nochmal schnell einmal hier rüber rutschen. Gepflügt, aber es sieht noch nicht gepflügt aus. Ich bin da mal so ein bisschen kritisch. So ein ganz kleines bisschen. Und dann können wir schon wieder den nächsten Nachbarn in Auftrag geben und selber andere Aufträge erledigen. Ah, komm. Rum hier. Ja, und hier noch. Super. Da ist noch so ein bisschen, warte, wir drehen noch eine größere Runde, damit wir hier alles mitkriegen. Ja, alles ist was anderes, ne? Ja. Tü, einmal rüber über die Furche. So. Jetzt ist das Feld für mich 100% gepflügt. Na, da ist noch was. Die immer hier so viel stehen lassen. Das ist gar nicht gut für die nachfolgende Ernte. Mann, Mann, Mann. So. Wir stellen uns hier an den Rand und schauen, wann der nächste kommt. Wir werden nämlich jetzt hier... Da ist Weizen gesät. Alles schick, alles gut. Gedüngt 199%. Ja, da haben wir den 1% nicht gefunden, ne? Ich weiß. Also gepflügt ist. Jetzt bitte kultivieren. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Gehen wir ein bisschen. Wir gehen mal ein bisschen an die Seite, um die Sache zu
beobachten, wo hier wer kommt. Da ist er schon. Er fährt links rum. Und wie aus Zauberhand wächst ihm gleich der Grubber hinten aus dem Hintern. Wir beobachten die Sache. Mhm. So, da fängt er an zu grubbern. Immer schön entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. Das mache ich nämlich auch immer. Da ist ihm tatsächlich der Grubber aus dem Hintern gewachsen. Okay, der gute Mann arbeitet. Den haben wir jetzt auch in Lohn und Brot gebracht. Und dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich für heute Feierabend. Ich denke mal, das ist so in Ordnung. Unser Kontostand sagt, wir haben gute Arbeit geleistet. Unser Rex ist zufrieden, unsere Emily ist zufrieden. Das vierte Feld wird beackert. Und ich hoffe, dass ich zur nächsten Aufnahme dann schon das Update habe. Ich würde mich darüber so enorm freuen, wenn dann schon das Update da wäre. Ich würde euch so gerne zeigen, was da alles kommt. Und jetzt verabschiede ich mich in diesem Sinne und sage ciao und bye bye.